Liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, Christian Koller, der ehemalige Betreiber vom Shakespeare Pub in Burgersdorf, eröffnet mit seiner Lebensgefährtin Marion am 1. November das neue Lokal zum kleinen Feinen in Gablitz. Am 26. Oktober gab es diesbezüglich ein kleines Pre-Opening, bei welchem ich die Eindrücke und Meinungen der geladenen Gäste eingeholt habe. Am darauffolgenden Sonntag habe ich dann ein Interview mit Marion und Christian geführt, wobei wir über die Zukunft des Lokals und das Feedback der ersten Gäste geplaudert haben. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung mit der Episode zum kleinen Feinen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, der Talk über Menschen und Themen in und um Burgersdorf. Und heute befinde ich mich wieder etwas um Burgersdorf, ganz klein wenig über der Grenze, und zwar in Gablitz. Ihr alle kennt Christian Koller, der Gastronom, der das Shakespeare Pub in Burgersdorf betrieben hat und vor einiger Zeit jetzt übergeben hat. Aber Christian ist natürlich weiterhin nicht untätig und hat ein neues Lokal eröffnet, und zwar zum kleinen Feinen in Gablitz. Deswegen sitzt jetzt mir gegenüber seine Lebensgefährtin, die Marion. Servus, Marion. Hallo. Und der Christian. Servus. Hallo, Michael. Ja, zum kleinen Feinen jetzt direkt in Gablitz. Fangen wir gleich. Was hat euch oder was hat dich bewogen, sozusagen einen Lokalwechsel durchzuführen? Der Gedanke war jetzt nicht ganz neu. Es hat mich schon längere Zeit beschäftigt. Ganz einfach die Tatsache, dass man älter wird und ja, dementsprechend auch schauen möchte, wie man da die nächsten, sagen wir jetzt einmal optimistisch 20 Jahre noch verbringt, ne? Also beruflich gesehen. Und es war einfach für mich Zeit für einen Wechsel. Ich wollte nochmal was Neues machen aufgrund meines, meiner Lebensumstände, dass die letzten Jahre doch einiges verändert hat. Also sei es privat, wollte ich jetzt auch beruflich ganz einfach was Neues machen, was Neues starten und einfach nochmal diese Herausforderungen haben und diesen Kitzel ganz einfach so spüren, wie es ist, was Neues zu gründen, was Neues zu machen, was Neues zu erleben, ganz einfach, wie die Resonanz ist von den Menschen, von den Leuten, von den Gästen, von den Freunden, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jetzt in Gablitz so also unbekannt bin, ja, also es ist ja doch, sind ja doch sehr viele ehemalige Pubgäste und Freunde ganz einfach, die da wohnen und leben. Und dadurch ist es ein Heimspiel, sagen wir so, ein Semi-Heimspiel. Ja, ich habe ja auch schon jetzt ein Interview mit deinem Nachfolger im Shakespeare Pub gemacht. Und die Entscheidung, dass du aufhörst, dass ihr aufhört, war ja für alle Gäste ziemlich überraschend teilweise und auch, weil es ja deren ihr Wohnzimmer war, ein bisschen ein Lebenseinschnitt. Marion, wie geht's dir damit? Wie ist für dich so der neue Anfang? Indem, dass ich nicht so lange im Shakespeare Pub war wie Christian, glaube ich, ist es mir ein bisschen leichter gefallen, auch zu sagen, okay, wir verkaufen und wir machen was Neues, weil ich aber auch gesehen habe, dass es für uns positiv in die positive Richtung geht dadurch. Wir haben es ein bisschen kleiner, wir haben jetzt nicht diesen Personaldruck, den wir vorher immer hatten. Es ist ein paar Sachen vom Druck her abgefallen und ja, also von dem her geht es mir gut. Super. Wie sind jetzt eure Pläne für die Zukunft? Was habt ihr da jetzt alles für Ideen und Wünsche hineingesteckt in das neue Lokal? Ideen und Wünsche sind, natürlich ein gewisses Niveau zu haben, ein gewisses Getränkeniveau. Marion ist leidenschaftliche Barkeeperin und Cocktailmixerin. Ja. Und wir haben auch eine ganz liebe Freundin, die beste Freundin von der Marion, die ist gelernte Konditorin. Und die in Sigurdskirchen, Café aus Kadlitz, kann man ja Werbung machen, das macht ja nichts. Die hat dort gelernt und dementsprechend auch ist die Qualität von ihren Mehlspeisen ganz einfach wirklich sensationell. Und ich probiere halt auch auf meine Art und Weise zu kochen, ein bisschen ausgefallenere Sachen, ein bisschen herumexperimentieren, was ich auch im Pub sehr gern gemacht habe.
Und das Ganze möchte ich auch da jetzt weitergeben, aber halt, wie gesagt, in einem kleineren Rahmen und halt nicht mehr mit diesem Personalaufwand und in dieser Größenordnung, weil du hast natürlich, umso größer das Lokal ist, umso mehr, wie soll ich sagen, Nebengeräusche hast du halt immer wieder, ne? Arbeitsseitig halt, ne? Also es ist ungleich mehr Arbeitsaufwand. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt weniger Stunden da verbringen werden, das wird sicher nicht der Fall sein, aber es wird ganz einfach für uns zwei ganz einfach überschaubarer und so besser zu koordinieren und zu handeln. Wenn du immer auf dich selber schauen musst oder auf deinen Partner oder du musst auf 8-9 Leute schauen, ne? Das ist natürlich dann wieder ganz was anderes, ne? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für die zur Info ganz wichtig, natürlich gibt es zum kleinen Feinen, gibt es eine Facebook-Seite, es gibt eine Instagram-Seite, dafür ist, glaube ich, die Marion zuständig für das ganze Social Media. Auf der Seite hallo-burkersdorf.blog werden wir natürlich alle diese Links hingeben, wo ihr euch sofort informieren könnt. Ganz wichtig, zum kleinen Feinen, ganz leicht zu finden, für alle neben der Glashalle in Gablitz. Die Glashalle ist so ein Begriff, neben der Glashalle in Gablitz. Und Öffnungszeiten? Sind von Montag bis Freitag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Und Küche möchte ich schauen, dass wir so bis 20, 30 auf jeden Fall machen, wenn noch jemand kommt um 8:30 Uhr und man halbert umfällt vor Hunger und schon unter Zucker ist und so, ja, dann kriegt er natürlich eine Kleinigkeit, dann was zum Essen. Gell? Aber prinzipiell wollen wir schon schauen, dass wir natürlich diese Zeiten auch einhalten wollen und auch für uns müssen, weil sonst hätte ich gleich im Nachtgeschäft bleiben können. Und ja, das war ja auch ein Mitgrund, wo ich gesagt habe, nein, ich will nicht mehr am Wochenende bis um 1, 2 oder was das glaube ich, ja, da tätig sein. Und ja. Ja, es gibt ein paar Pausen natürlich, dadurch, ja, dass wir ein bisschen gestaffelt sind von den Zeiten, auch vom Speisenangebot und so. Also wir haben von 11.30 Uhr bis 14 Uhr haben wir unseren Tagesteller mit einer Mittagskarte mit 6, 7 Speisen noch zusätzlich. Und ab 14 bis 17 Uhr gibt es eine kleine Karte, also, und dann gibt es Kaffee und Kuchen und Mehlspeisen, ganz auch, wie wir schon vorhin angesprochen haben, die selbstgemachten Desserts und Kaffeekreationen macht die Marion. Und ab 17 Uhr ist dann wieder à la carte. Und das dann bis am Abend halt, ne? Und über wöchentliche Aktionen und so kann man sich natürlich alles über Social Media auf euren Kanälen informieren. Marion, du bist da ganz tough drauf, ne? Ich versuch's. Es ist für mich halt auch ziemlich Neuland. Ich bin jetzt nicht so die Social Media, ich kann es einfach nicht, ich habe es nie gemacht. Das hat mich auch ehrlich gesagt früher privat nie interessiert, aber ich weiß, dass es halt total wichtig fürs Geschäft ist und vor allem heute, und ich versuche mein Bestes auf jeden Fall. Ja, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ganz wichtig ist, das Lokal öffnet am 1. November, ist die... Es ist ein Meet and Greet, ganz einfach, einfach zum Hallo sagen, Servus, gibt es eine Kleinigkeit zum Trinken, ein Glas zum Anstoßen. Und ein paar Häppchen gibt's zum Naschen, ganz einfach, so dass man sich einfach einmal kennenlernt. Vielleicht die Leute, die uns noch nicht kennen, dass uns die vielleicht besuchen kommen, oder die uns länger schon kennen. Ja, freuen wir uns auf ein Wiedersehen, ganz einfach, und dass wir ein bisschen quatschen können, was wir vorhaben, was wir machen, dass wir das Lokal ihnen präsentieren können, was wir alles da haben, was wir alles erneuert haben. Und uns ist halt wichtig, wie die Leute darauf reagieren und ob es ihnen gefällt oder ob sie Verbesserungsvorschläge haben. Und so. Man muss halt immer offen sein. Ne? Weil genau. Kritik ist ja ganz was Wichtiges, ne? Weil sonst kann man sie nicht verbessern. Apropos, wie die Leute darauf reagieren und apropos über euren Umbau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir stehen hier in einem echt tollen, super Lokal. Das Ganze hat so ein bisschen so einen Almhaus-Stil, Alm-Look. Ja? Wem ist denn das von euch eingefallen oder wer war da die treibende Kraft? Man muss dazu sagen, der Raum, der Gastraum war ja oder ist original. Das ist wirklich schon vom Vorgänger so wirklich wunderschön hergestellt worden, gebaut worden. Und uns war von Anfang an wichtig, dass wir diesen Flair behalten, weil wir sind hineingekommen und haben uns in diesen Raum eben gleich auch verliebt. Und somit wollten wir die restlichen Räume dann auch noch dazu identisch gestalten, dass das halt gleich ausschaut, ja? Ja, also dass man vielleicht ein bisschen das ist Rustikale, dieser Landhausstil, wie du es richtig gesagt hast. Man glaubt, man ist da irgendwo in Schladming oder in Kitzbühel auf einer Almhütte. Und das Ganze ein bisschen mit modernen Elementen, ein bisschen aufpeppen, dass das nicht so altbaggerisch ist oder so altvaterisch wirkt. Und ein bisschen mit Beleuchtung und so weiter, das Ganze ein bisschen aufpeppen und dementsprechend geschmackvoll halt
Und mit Liebe ins Detail. Apropos Liebe ins Detail, die Fotos vom Lokal könnt ihr natürlich auf der Blogseite sehen. Und ganz wichtig, wie haben die Gäste reagiert? Weil es gibt schon Gäste. Und zwar, wir nehmen heute das Interview am Sonntag, den 27. Oktober auf. Und am 26. Oktober gab es ein kleines Pre-Opening für Freunde und so, Familie. Und bei diesem Pre-Opening hatte ich die Freude, schon ein paar Interviews machen zu dürfen und ein paar Fotos. Und wir wollen da gleich einmal reinhören, wie die Reaktion ist. Und natürlich war auch der Bürgermeister von Gablitz da. Und das hören wir uns gleich einmal an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe jetzt den Bürgermeister von Gablitz, den Ingenieur Michael Tschech bei mir, der natürlich auch hier bei der Eröffnung ist. Servus Michael. Hallo, grüß dich. Ja, zum kleinen Feinen hat sich wirklich ganz toll herausgeputzt. Wir haben gerade drinnen ein bisschen geschaut, das Lokal ist wirklich ganz fein. Wie gefällt es dir? Unglaublich gut. Als ich mir das zum ersten Mal angeschaut habe und gehört habe, was daraus werden soll und ein kleines, feines aus einer Würstelhütte wird, war ich sehr gespannt. Aber ich muss sagen, der Name ist Programm und es ist wirklich genau so geworden, was Kleines, wirklich Feines. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, du kennst ja das Lokal klarerweise von früher auch. Nehme an, du warst ein paar Mal auch hier, sind nicht so weit weg vom Gemeindeamt auf der Würstel. Nehme auch an, du wirst auch hier öfters vorbeischauen, oder? Absolut. Ich habe schon gesagt, ich werde meine Sprechstunde vielleicht zwei Häuser daneben verlegen. Das Gemeindeamt ist ja das übernächste Gebäude. Ja, ich war öfters hier. Das Essen war auch immer sehr gut. Es war sehr gemütlich. Aber was jetzt draus geworden ist, ist natürlich eine ganz andere Dimension. Es ist wirklich ein feines, kleines Gasthaus, im Zentrum von Gablitz. Ja, das muss man ja auch sagen. Der Oskar, dein Lebensgefährte und du, ihr seid ja wirklich, kann man sagen, kulinarische Feinspitze. Ich sehe ja immer wieder auf Social Media eure Präsentationen von den Lokalen. Das heißt, ihr werdet auch für dieses Lokal hier Werbung machen, ne? Ganz sicher. Wir sind sozusagen die kulinarischen Botschafter der Gemeinde. Ich sehe das auch durchaus als Aufgabe des Bürgermeisters. Und was mich freut, ich höre immer, wenn ich etwas poste, die Tage darauf steigert sich der Umsatz merkbar. Also ich glaube, dann war es schon wert, dass ich hingegangen bin. Na super. Also bitte, erstes Prädikat, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir schon. Umsatz steigert sich, wenn der Bürgermeister da war. Hier war er schon. Also bitte hier vorbeischauen zum kleinen Feinen. Ja, ich glaube, wir wünschen den Christian alles Gute für den Start, ne? Genau, alles Gute, viel Erfolg und ich freue mich riesig, dass wir ihn in Gablitz haben. Super, danke. Ja, was sagt ihr zu den Aussagen des Bürgermeisters? Es freut mich total. Also ich bin wirklich über dies total happy. Ja, nur Superlativen eigentlich. Ne? Also es war tipptopp. Nein, wie gesagt, wir freuen uns auch sehr, gell, dass wir da so gut aufgenommen worden sind. Und diese positive Stimmung einfach mitkommt. Das spürt man einfach, die Freude von den Leuten, ja, die Resonanz, die Neugier natürlich, die da ist. Ich werde doch jedes Mal, wenn ich irgendwo gerade einkaufen bin oder beim Schreiber bei der Null bin, zum Mittagessen angesprochen, na, wie es uns geht, wie schaut's aus. Na? Wir freuen uns schon sehr drauf. Ich glaube, es ist wichtig, dass das wieder ein bisschen eine Belebung ganz einfach auch ist. Und man darf das habe ich schon damals auch erzählt mit Niki, mit Nikodemus, mit Freund von mir, dass das einfach immer ein Miteinander war, dass das eine super Symbiose war und jetzt nicht eine Konkurrenz, sondern eine Belebung für eine Ortschaft. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es in einer Ortschaft nur einen Platzhirsch gibt, die Leute verrennen sich dann irgendwann einmal, weil sie sagen, das halten sie nicht aus, weil dann kriegen sie immer dasselbe oder da sehen sie immer dieselben Leute. Und so ist es halt, glaube ich, für uns wichtig und auch für Gablitz, glaube ich, nicht von Nachteil, wenn wieder da ein bisschen frischer Wind reinkommt und was Neues da im Entstehen ist, ganz einfach. Na, bei euch ist ja auch der Riesenvorteil, ihr habt ja rundherum wahnsinnig viele Parkplätze. Ne? Also, ja, das mehr Parkplätze als Sitzplätze. Na bitte, das ist ideal, sofort herzukommen. Aber apropos herkommen, ich habe natürlich gestern auch sozusagen jetzt nicht nur den Bürgermeister gefragt, sondern auch einige andere Gäste, bis zu eurem jüngsten Gast auch. Und da hauchen wir jetzt auch kurz rein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze jetzt herinnen im neuen Lokal zum kleinen Feinen. Die Gäste strömen herein beim Pre-Opening. Ja, und ich habe jetzt schon meine ersten Fragen. Woher kennst denn du ihn, Christian?
Ich kenne den Christian schon ewig, bin Stammgast seit Anfang an, seitdem der Christian das Pub hatte, und folge ihm gerne ins neue Lokal. Und du? Und ich habe ihn kennengelernt seit von 7 Jahren durch meine Freundin. Da sind wir gemeinsam ins Pub gegangen und ja, und durch meine Arbeit auch natürlich. Ja, wie wir schon gehört haben, ihr wart natürlich auch im Shakespeare Pub bei ihm zu Gast. Wie ist euer erster Eindruck jetzt vom neuen Lokal? Also sehr, sehr positiv, mit super Liebe gemacht, sehr gemütlich und sehr nettes Lokal. Wie gefällt es dir? Ich muss mich da dazuhängen, ist wirklich sehr, sehr nett und schön. Gefällt mir. Und ich wohne auch 500 Meter entfernt von da, optimal. Und wir haben jetzt auch einen jungen Gast hier in Jan, der isst gerade, was hast du da? Butenschnitzel? Schnitzel, wunderbar. Wie gefällt es dir? Gut. Nur gut oder sehr gut? Sehr gut. Du bist auch der Erste, der jetzt schon was isst. Wie schmeckt es dir denn? Gut. Du wirst also in Zukunft weiter ein Gast vom Christian sein, oder? Und nach Weihnachten werde ich 5. Wunderbar. Also, jetzt wissen wir auch, der Jan wird jetzt nach Weihnachten 5. Ja, und wir schauen einmal noch weiter, wie es allen gefällt. Ja, also ihr hört, ihr habt auch ganz junge Gäste, die begeistert sind vom Lokal und von euren Speisen. Es war euer erster Speisentester, ne? Genau. Ja, stimmt. Der Hungrigste. Aber ganz wichtig, er war zufrieden. Das ist richtig. Ja. Das war mir gleich klar. Christian, sein Essen ist einfach wunderbar. Das stimmt, der Christian kocht wunderbar. Ja, in dem Lokal, wie gesagt, in einen unheimlich schönen Almer-Stil mit absoluter Liebe ins Detail. Und natürlich habe ich hier auch viele Burgersdorfer getroffen, die jetzt beim Pre-Opening dabei waren. Aber ganz wichtig, es war auch sozusagen das Gesetz von Burgersdorf, Gablitz, Mauerbach und rundherum da. Es war der Blecki da und natürlich konnte ich es mir nicht verkneifen, auch im Blecki kurz zu fragen, wie es ihm hier bei euch gefällt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also wir stehen jetzt hier direkt auf der Terrasse mit ein paar Gästen, mit dem Blecki, sozusagen das Gesetz von Burgersdorf und Gablitz. Servus, Blecki. Christi Michael, hallo, servus. Ja, Blecki, du bist ja auch sehr oft im Shakespeare Pub gewesen. Christian hat sich jetzt hier verändert mit dem Lokal zum kleinen Feinen. Wie ist dein erster Eindruck? Also ich bin sehr positiv überrascht von diesem kleinen Feinen. Ich war ein paar Mal da bei den Umbauarbeiten. Sie haben aus dem, was früher da war, jetzt ein richtiges Schmuckkästchen gemacht und es ist echt lässig und man kann eigentlich Gablitz nur gratulieren, dass sie so ein Lokal haben und ich gehe mal davon aus, dass ich relativ oft auch hier sein werde. Das heißt, dieser Bereich wird hier auch sicherer werden, weil die Polizeistreife wird hier öfters vorbeischauen. Auf jeden Fall, so wie bei allen anderen Objekten im Burgersdorf und in Gablitz, so wie Mauerbaum und Pressbaum, werden wir uns gezwungen sehen, da öfters vorbeizuschauen und nach Recht und Ordnung zu sorgen. Wunderbar. Ja, wir wünschen den Christian natürlich alles Gute. Ne? Auf jeden Fall, alles Gute. Ja, wie ihr gehört habt, habt ihr auch sozusagen einen gewissen Polizeischutz, wie alle Lokale. Die Bestreifung wird hier öfter stattfinden. Bisher, ich habe erfreulicherweise natürlich nur positive Nachrichten von den Gästen erhalten. Und man muss sagen, das ist auch wirklich ehrlich. Ja? Also das ist, da war niemand bezahlt oder gezwungen, das so zu machen. Wie ist eure Reaktion darauf? Ich bin echt stolz auf uns. Also muss ich schon sagen, wir hatten eine Vision. Mhm. Ich finde, wir haben sie ziemlich gut umgesetzt. Mhm. Dank Hilfe auf jeden Fall auch, natürlich. Ja. Also ohne Unterstützung hätten wir das nicht geschafft. Also das möchte ich auch noch einmal sagen. Und ich bin einfach wirklich total stolz, dass wir jetzt diesen gestrigen Probetag, so haben wir es halt auch wirklich gesehen, wirklich richtig gut über die Bühne gebracht haben. Vor allem sehr, sehr positiv. Ja. Ich war total glücklich gestern, weil einfach die Stimmung so fantastisch war. Und ich habe es wirklich gemerkt, es hat sich an jeder wohlgefühlt, es hat an jedem geschmeckt, alle haben einen Spaß gehabt und das ist das Wichtigste und das, ja, tut gut. Ja, wir waren ja doch jetzt ein paar Monate
out of work sozusagen, mhm, weil wir doch unterwegs waren. Und wir haben halt beide schon gemerkt, dann die letzten Wochen, die Anspannung wird immer größer, mhm, und größer. Gell? Und mit dem gestrigen Tag war es jetzt zumindest einmal wieder so ein Reinstupsen, mehr oder weniger ein Reinstoßen in die zukünftige Arbeitswelt wieder. Und das ist schon wichtig. Ne? Und wie gesagt, jetzt haben wir am 1. November so ein Meet and Greet. Freuen wir uns, wenn da Leute vorbeikommen, dass wir das machen. Und am Montag, den 4. haben wir dann... Dann geht's wirklich dann los. Dann geht's, ne, halt mit dem regulären Betrieb los. Halt, gell? Ich muss ja auch ganz, ganz offen und ehrlich sagen, also von mir, weil, wie du richtig sagst, das hat ja einige Monate gedauert. Nicht? Ich weiß nicht, wann habt ihr genau aufgehört? Am 15. Juni. Am 15. Juni habt ihr aufgehört. Dann war ja der Start vom kleinen Feinen vorher angesetzt, der wurde nach hinten verschoben. Und ich sag's ganz ehrlich, ich persönlich habe mir gedacht, aha, bumm, so groß ist es ja nicht, das Lokal. Wieso, unter Anführungszeichen, dauert das so lang? Aber gestern habe ich es dann verstanden, wenn man hier reinkommt und sieht, wie das umgebaut ist und wirklich bis ins Detail mit Liebe und so, dann muss man sagen, ja, es ist Punkt A verständlich, dass die Zeit gedauert hat und es hat sich ausgezahlt. Das freut mich und das freut uns, ja. Und ich habe auch eine, wie soll man sagen, wird mir es verzeihen, wenn ich sage, schillernde Persönlichkeit aus Burgersdorf und Gablitz und so gestern auch noch interviewt. Und zwar, ihr wisst es natürlich auch, der Martin Heinzel durfte natürlich auch gestern nicht fehlen. Und da haben wir natürlich auch eine Wortspende von ihm. Ja, mir gegenüber jetzt Martin Heinzel, vielen bekannt in Burgersdorf, Gablitz und Umgebung. Martin, du warst seit der Gründung vom Shakespeare Pub dort Gast, bist heute jetzt klarerweise bei der Eröffnung, die der Christian und seine Frau hier machen zum kleinen Feinen. Wie gefällt's dir? Ja, es ist sehr nett geworden. Ich kenne es auch von früher, vom Würstelstandl her. Es ist sehr nett geworden. Er hat viel umgebaut. Es ist halt das kleine Feine und wir lassen uns überraschen, was die Zukunft bringt. Ganz speziell ist, dass es hier wirklich seinen Stil, seinen Almhaus-Stil hat. Wie findest du diesen Stil sozusagen mitten in Burgersdorf, mitten in Gablitz? Nein, ist logisch, nicht? Früher war Burgersdorf, da Gablitz ist er doch ein bisschen höher und da hat er natürlich gleich das angenommen, er ist schon auf der Alm. Das heißt, wir werden dich wahrscheinlich hier zum kleinen Feinen öfters antreffen. Ich werde hier genauso sein wie im Pub. Ja. Also ich habe extra vor 15 Jahren neu gebaut, dass ich zu Fuß ins Pub gehen kann. Ja. Das werde ich nicht aufgeben, außer ich baue jetzt den Gablitz, dass ich dann daher zu Fuß gehen kann. Du bist da praktisch für die Gastronomen wirklich ein Samariter. Du schaust wirklich, dass du überall und immer stetig vorhanden bist, oder? Ja, das Schöne ist, man trifft die Leute dort. Ja. Zu Hause kann ich das nicht machen. Und ein nettes Gespräch ist ganz egal wo, Niki, da oder bei den Wirten in Burgersdorf, ganz egal. Wie hat es dich eigentlich also getroffen oder wie hast du die Information, dass der Christian das Pub aufgibt und einen neuen Lebensweg macht? Wie hast du das aufgenommen? Ja, jeder soll das tun, was er möchte und für ihn wird es gut sein. Natürlich tut's weh, wir haben dort viel umgebaut, aber nicht nur zum Kollerzeiten. Du weißt, ich bin dort ein- und ausgegangen im Pub, viel selber gemacht, die Bar draußen und so. Aber es wird auch weitergehen, dort und da. Na super, ich glaube, wir wünschen Christian alles Gute. Ne? Alles Liebe und Gute und er soll das finden und das machen, was er sich wünscht. Martin Heinzel ist sozusagen ein Stammgast im Pub gewesen, der ersten Stunde an und wie wir auch gehört haben, erfreulicherweise, er bleibt dort Stammgast, aber er hat jetzt ein zweites Stammlokal, nämlich hier zum kleinen Feinen. Ne? Apropos zu eurem Lokal, wie ist denn die kulinarische Ausrichtung? Was wird es bei euch so zum Essen geben? Wir haben geschaut, dass das ein bisschen breit gefächert ist, dass das jetzt nichts einschlägig ist. Ich habe zum Beispiel ein französisches Lachs da gibt es auf der Karte. Es gibt auch vegetarische Speisen und so weiter. Es gibt Pfannengerichte, gibt es natürlich auch wieder, aber ein bisschen in einer anderen Form vielleicht. Ein bisschen außergewöhnlich, ja, mit zum Beispiel so Butterspätzle mit einer Lachs-Dill-Soße machen, mhm, und so Sachen, aber auch gratiniert und so weiter. Also ein bisschen experimenteller ist Sachen und aber halt bunt gemischt. Es gibt Fleischspeisen, wie gesagt, vegetarisch, Salate gibt es, verschiedene Variationen. Dann Desserts, haben wir vorhin schon angesprochen, gibt es auch wunderbare Sachen. Ja, da haben wir zum Beispiel ein Spekulatius-Tiramisu im Glas serviert, dann ein Schoko-Orangen-Mousse,
Dann gibt es ein Zimtstern-Parfait mit Zwetschgenröste und so weiter. Also das sind halt dann diese Sachen, die man halt dann schauen, dass man über den Tag verteilt ganz einfach dann auch anbieten kann. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Lücke, das fehlt auch, glaube ich, da. Und zu Mittags gibt es dann so ein Mittagsmenü? Genau, da gibt es einen Tagesteller. Da gibt es einen Tagesteller, okay. Ein Menü kann ich leider jetzt nicht in dem Form anbieten. Aber ein Tagesteller. Ein Teller, genau. Mhm. Es wird nicht größer, das Lokal. Das muss ich gleich sagen. Also ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, wie in benachbarten Gasthäusern und so weiter, wo ich da eine Riesenküche zur Verfügung habe, muss mir nach der Decke strecken und halt schauen, dass ich vom Platzangebot halt das auch dann bewerkstelligen kann natürlich. Gell. Ganz erfreulich, habe ich auch gehört, es wird auch einen Schnitzelabend geben, ne? Jeden Dienstag ist unser Schnitzeltag, ja. Wir haben neue Schnitzelvariationen kreiert, also Cordon Bleu-Variationen, genau. Und uns beschlossen, dass wir das immer am Dienstag machen. Schnitzelabend am Dienstag. Genau. Für alle, die Schnitzelfans sind, ich kenne fast niemanden, der kein Schnitzelfan ist. Ne? Genau, wobei ich dazu sagen möchte, dass es auch 2 bis 3 Speisen gibt für wirklich Vegetarier, die jetzt eben kein Schnitzel möchten oder wenn es vielleicht jetzt nichts Paniertes sein soll. Mhm. Genau. Na bitte, ist für jeden etwas dabei? Und im Sommer, ihr habt einen kleinen Garten auch draußen, ne? Ja, Gott sei Dank, weil ohne Garten ist ja Gastronomie undenkbar heutzutage. Es wird nur ein bisschen was umgebaut draußen. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz fertig, aber jetzt über den Winter halt. Und dann im Frühjahr kommt dann noch eine Pergola, dass man auch dann, wenn es regnen sollte, mal draußen sitzen können. Garteneinrichtung und so weiter, das folgt dann alles dann im Frühjahr. Aber wir können, wie gesagt, draußen den Garten natürlich verwenden. Das kann ich gleich vorab mal kurz erwähnen, dass wir im November so eine Adventwoche machen. Dezember. Entschuldigung, Dezember. Ja, ist das noch Dezember, ja, genau. Adventwoche im November war. Ja, ich bin da sehr kreativ. Es ist also das Oktoberfest im September. Also, stimmt, allerdings. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Ja, machen wir so eine Adventwoche, wo es dann kleine Köstlichkeiten gibt, Spezialitäten in Brotschüssel serviert, dann in Kürbisschalen servierte Speisen, Suppen, Eintöpfe und so. Dann Mehlspeisen gibt es natürlich auch, dann selbstgemachte oder kreierte Punsch-Variationen. Und ja, ich hoffe, es kommen die Leute. Es gibt ein bisschen so Lagerfeuer, es gibt so ein bisschen was zum Sitzen auf Strohballen und so weiter. Ich habe das ja schon einmal gemacht gehabt, eben zur Corona-Zeit, wie der Adventmarkt in Burgersdorf nicht stattfinden durfte. Und das ist auch extrem gut angekommen. Also den Leuten taugt ganz einfach, weil das einfach ein bisschen kleiner ist, ein bisschen privater ist, intimer ist, ganz einfach. Und das ist einmal das nächste Projekt, was wir jetzt einmal haben, dann zur Adventzeit. Und haben wir jetzt noch irgendwas? Für heuer haben wir gesagt, wir laufen es jetzt einmal. Wir wollen uns einmal einleben. Genau, das ist einmal wichtig. Wir müssen einmal ankommen, wir müssen uns da mal einspielen. Und dann wollen wir halt schon anfangen, dass wir ein bisschen Gablitz beleben. Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch sagen, Marion und Christian sitzen mir gegenüber, sind voller Energie, sind voller Elan, freuen sich sozusagen das neue Lokal da zu pushen. Schaut's vorbei. Lasst euch von den beiden verwöhnen und wir horchen jetzt noch rein gleich zum nächsten Gast, was der so zum Pre-Opening gesagt hat. Gerald, du bist hier auch heute Gast vom Pre-Opening. Wie findest du das Lokal? Du hast ja das Shakespeare Pub auch oft besucht, ne? Ich habe das Shakespeare Pub sehr oft besucht, seit 25 Jahren und war da auch ab und zu, aber es ist wunderbar gelungen, ja. Eine Frage jetzt an dich als Kenner. Du kennst aber auch dieses Lokal hier schon vom Vorbesitzer. Wie findest du den Umbau? Wie ist der gelungen? Sehr schön. Also wirklich fantastisch alles gemacht. Es war vorher auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber der Christian hat es sehr bemüht und es ist wirklich fantastisch gelungen. Hast du hier jetzt heute schon irgendwelche Speisen oder sonst was genossen? Ja, 2 Vorspeisen. Einmal Mozzarella, Tomaten und das Lachsa da, beides wirklich sehr, sehr gut, mit einem sehr, sehr guten Brot. Man weiß ja, dass der Christian kochen kann. Wie wir hören, habt ihr alle Gäste beim Pre-Opening glücklich gemacht. Mich würde auch noch interessieren, wenn ihr das ein bisschen darf, sozusagen ein bisschen weggehen vom Lokal, ein bisschen zu euch als Person. Ihr habt ja jetzt die Zeit auch genutzt, länger Urlaub zu machen, was er natürlich bisher in vom Lokal her, vom Betreiben des Shakespeare Pubs nicht möglich war. Wie war das jetzt für euch als Person, so eine längere Auszeit zu machen? Ich glaube, ihr seid mit dem Wohnwagen auch gereist, ne?
Ja, wir waren fast 2 Monate unterwegs mit dem Campingbus. Und es war halt ganz wichtig, diese Auszeit ganz einfach zu nehmen und diese Chance zu nutzen, weil wie oft hast du die Möglichkeit, dass du wirklich aber jetzt sagst, okay, jetzt sind es ja doch fast 4 Monate, was wir jetzt zu Hause sind, wenn man es einmal so salopp sagt. Und wie oft hast du schon wirklich die Möglichkeit im Leben, dass du das machen kannst. Gell? Und es war eine wunderschöne Zeit. Wir sind sehr viel unterwegs gewesen, wir haben uns Portugal angeschaut, Spanien natürlich. Ja. Und sehr viele Eindrücke gewonnen, auch kulinarische Sachen ganz einfach inspirieren lassen. Es gibt in Zukunft dann auch dementsprechend auch ein paar Sachen. Aber ich muss halt mit irgendwas einmal anfangen, mit der Speisekarte. Aber es wird sicherlich dann dementsprechend auch in die Karte dann einfließen. Und wir werden da sicherlich was machen. Aber uns zwei hat es extrem zusammengeschweißt. Ich weiß, wir sind ja doch ein paar Jahre auseinander, aber es hat doch einige Wetten gegeben. Und ja, in welchem Beziehungsstatus wir zurückkommen wurden nach den 2 Monaten. Also, natürlich. Ich gratuliere an allen, die gewonnen haben, weil sie aufs Richtige gesetzt haben. Ich kriege ein gratis Getränk, die richtig getippt haben. Ja. Nein, also wie gesagt, es hat uns einfach nur bestätigt, dass das einfach hin hat und wirklich passt. Weil wenn du wirklich 2 Monate auf engstem Raum Zeit verbringst, ohne dass du da irgendwie an die Kugel gehst, möchte ich schon so sagen, salopp, ist das schon ein gutes Zeichen auch für eine Beziehung. Du musst dich halt lernen zu arrangieren. Gell? Und das ist nicht nur im Privaten, sondern das ist auch im Beruflichen dann so. Ne? Und wenn du dann merkst, dass du auf einem Level bist, wo du dich bewegen kannst, wo du dich austauschen kannst, dann kannst du nur gewinnen. Gell? Und wenn da schon Zweifel aufkommen, dass du sagst, ich weiß nicht, ob die Belastbarkeitsgrenze so hoch ist, dass ich das aushalte. Gell? Aber nein, das hat wunderbar funktioniert. Das liegt wahrscheinlich in unseren Sternzeichen. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig ein ganz gutes Vorzeichen für euren neuen Start hier, weil ihr hier miteinander wirtschaftlich tätig seid. Und wenn ihr dort schon, also auf kleinstem Raum ausprobiert habt, wie ihr miteinander könnt, ist das natürlich das Beste hier fürs Lokal, dass ihr sozusagen an einen Strang zieht und hier das Lokal zum Erfolg führt. Ja, gestern das Pre-Opening, habe ich ja gehört, es hat doch ein wenig länger gedauert, ne? Ja, es hat ein bisschen, also der harte Kern hat wirklich, ist gut da gesessen, hat gut Party gemacht hier. Ja, es war sehr nett. Das hat unser als jetzt bekannter Stadtmusiker, möchte ich schon fast sagen, unser Schrotti, ein bisschen begleitet mit der Musik, mit der Gitarre und so weiter. Und es war sehr lustig. Es war eine ausgelassene Stimmung. Es ist viel gesungen worden, viel gelacht worden. Dann auch zur späteren Stunde wurden auch die Füßchen ein bisschen lockerer und weißt du, was ich meine? Und auch die Hüftbewegungen dann flotter. Also es wurde auch dann getanzt und gesungen, ja. Mit voller Hingabe, ja, ob es einem gefallen hat oder nicht, ist wieder was anderes. Aber es war sehr nett. Ja, der David Schrottenbaum hat natürlich, wie er gekommen ist, hat er das schon angekündigt, dass er immer seine Gitarre dabei hat, dass er eigentlich auch vorhat, ein paar Lieder zu trällern. Wie gesagt, heute gehört habe, waren es nicht nur ein paar, sondern hat es länger gedauert. Aber wir horchen natürlich rein, was er mir erzählt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, mir gegenüber David Schrottenbaum, vielen natürlich auch bekannt von seinen Konzerten in Burkersdorf. Ja, David, heute beim neuen Lokal zum kleinen Feinen. Ich würde einmal sagen, ganz wichtig ist, du musst einmal ausmachen, wann gibt es da den ersten Gig? Ich nehme an, heute, aber nicht offiziell. Aha, also würden wir länger bleiben, würden wir irgendwann noch ein Konzert hören? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe die Gitarre immer serienmäßig dabei und heute zur Eröffnung oder zum Soft Opening habe ich mir gedacht, 1-2 Lieder können nicht schaden. Naja, dann wollen wir aber gleich wissen zum Soft Opening, welche Lieder hast du denn geplant fürs Soft Opening? Puh, das weiß ich nicht, das kommt aufs Publikum drauf an. Ich habe nie eine Setlist oder ich spiele immer frei aus dem Kopf heraus und man muss schauen, wie die Stimmung ist und irgendwas wird mir schon einfallen. Du hast schon einen ersten kleinen Blick und so ins Lokal und rundherum gemacht. Wie gefällt es dir? Wunderbar, ich war ja mit ich habe mitgeholfen auch beim Herrichten, ich habe die Klimaanlage auch installiert. Es ist ein wunderschönes kleines Lokal geworden, wir werden sicher Freude haben und werden des Öfteren herkommen und den Christian besuchen. Vor allem müssen wir schauen, dass wir die Autobuspläne fixieren können, weil das Fahren mit dem Fahrzeug, mit dem eigenen Fahrzeug ist natürlich gefährlich, ist eine gefährliche Strecke. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, dass natürlich die Entfernung etwas weiter ist. Aber wie du schon gesagt hast, wir werden dich öfters hier antreffen.
Ich hoffe, ja, auf jeden Fall. Also ich werde sicher wieder gerne auf Besuch kommen, soweit man mich lässt und natürlich mit Gitarre. Na gut, wir wünschen Christian alles Gute, ne? Auf jeden Fall, ja. Für den Christian alles Gute und alles Liebe und wunderschöne Jahre hier auch in Gabitz. Danke. Ja, hier die Ankündigung von David Schrottenbaum. Wie gesagt, er hat keine Setliste normal, aber es sind mehr als zwei oder drei Lieder geworden, sondern es war länger. Ne? Genau. Ja, meine Lieben, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Magst du anfangen? Nein, ich glaube, das ist eine Meinung. Da war so wie mit Papp, ganz einfach möchte ich auch da mit dem Mann gemeinsam einen Fußabdruck ganz einfach hinterlassen, gell? Und die Duftspur, wenn man so sagen kann, ne? Was das Essen betrifft, ja, was das Essen betrifft natürlich, ne? Und einfach was dazu beitragen, ganz einfach, dass man aus dem Ort was Geselliges macht. Es gibt immer weniger, wie wir alle wissen, in Wirten sterben, immer weniger soziale Schmelztiegel, wo man sich jetzt treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo man plaudern kann. Gell? Es wird zwar vehement abgestritten, aber das, was neu dazukommt, sind ja, das sind halt Dönerstandl und Selbstabholhütten. Und aber jetzt nichts mehr, wo man sagt, man kann sich da treffen und plaudern und austauschen. Und das ist mir und der Mann, glaube ich, das Wichtigste, weil wir beide sehr gesellige Menschen sind und gerne lachen und gerne Spaß haben und das ganz einfach dann gemeinsam dann kombinieren können natürlich, ne? Die Geselligkeit und die Freude ganz einfach vermitteln, dass wir das gern machen und dass die Leute willkommen sind. Und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk. Und ja, und dass wir halt dann Veranstaltungen machen können. Und ja, das ist alles eine Motivation einfach. Ne? Das würde mich, Marian, das würde mich nämlich auch noch interessieren. Wie gesagt, eure offizielle, also eure regelmäßige Öffnungszeiten sind 11.30 Uhr. Bis 22 Uhr, Montag bis Freitag, aber ist schon angesprochen worden, Veranstaltungen, wird es auch die Möglichkeit geben, dass man, weiß ich nicht, vielleicht sogar am Wochenende geschlossene Gesellschaft oder was macht? Also das ist auf jeden Fall möglich, das haben wir auch geplant oder wir würden es uns auch auf jeden Fall wünschen. Steht auch in der Speisekarte hinten, dass man wirklich bei uns kleine Feiern jederzeit bei uns buchen kann. Reservieren kann, das würden uns wirklich sehr freuen, aber es ist halt nur im kleinen Rahmen möglich. Also, ja. Genau. Ja, aber das suchen ja auch viele, ne? Das ist so ein. Wir würden es uns wünschen. Ne? Wir würden es uns sehr wünschen. Es feiert ja nicht jeder mit 100 Leuten zusammen. So ist es, oder? Genau. Es ist ja doch oft so, dass man jetzt sagt, okay, wir sind jetzt also 20, 25 Personen. Genau. Und das können wir dann unter, also absolut natürlich bewerkstelligen, das können wir natürlich dann machen und können wir dann individuell auch dann ein bisschen was gestalten, das vom Essen und von den Getränken und so. Nein, das ist absolut möglich, ja. Naja, super. Also ich kann nur sagen, man kann Gablitz gratulieren, hier zwei neue Gastronomen zu haben, das neue Lokal zum kleinen Feinen. Eröffnet, offiziell wird es am 1. November. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut vorbei, testet es, macht euch selbst ein Bild davon. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank fürs Interview. Danke, Marion. Ich sage auch danke. Ja, danke, Michael. Danke, ja. Christian. Danke fürs Interview. Ich wünsche euch natürlich wirklich das Allerbeste. Ich persönlich, das muss ich auch anhängen, werde natürlich sehr gerne hierher kommen und bei euch Gast sein. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, von Hallo Burgersdorf kann ich nur sagen, alle Infos bekommt ihr wie immer auf hallo-burgersdorf.blog und ich sage euch danke fürs Zuhören. Ciao, bis zur nächsten Episode. Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Burgersdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-purkersdorf.blog. Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck. Kontakt per E-Mail unter feedback@hallo-purkersdorf.blog.